Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Buchloe und Bad Wörishofen wurden am Dienstagabend 7 Personen verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein ungarischer Kleinbus von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanke und überschlug sich dann. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Überschlag wurden mehrere Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug geschleudert. Mit einem Großaufgebot an Rettungsdienstkräften sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Buchloe rückten die Einsatzkräfte zur Unfallstelle aus und versorgten die Patienten. Aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A96 in Fahrtrichtung Lindau für gut eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer. Über die Höhe des Sachschadens sind noch keine Angaben möglich. Insgesamt wurden 7 Personen verletzt und auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt.